Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin ein paar Bahnen im Pool geschwommen, direkt nach dem Aufstehen. Und was war das bitte gestern für ein geisteskranker Tag? Wenn ihr den Vlog noch nicht ausgecheckt habt, dann checkt ihn auch gerne aus. Ich habe da auch unsere Unterkunft gezeigt, echt crazy hier. Und wir waren gestern, glaube ich, bis 4 Uhr nachts unterwegs. Wir waren in Patong auf der Bangalore Road, haben das mal ausgecheckt, das Nachtleben hier in Phuket. Und es ist absoluter Wahnsinn. Also das ist so riesig hier, so viele Clubs. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Und ja, bei uns ist jetzt tatsächlich schon mittags. Wir waren ja bis 4 wach gestern, deswegen haben wir heute auch bis mittags gepennt. Aber trotzdem gibt es jetzt erstmal einen Kaffee, damit ich ein bisschen wach werde. Und ist hier echt so ein bisschen mein Lieblingsort. Einfach hier im Whirlpool. Schaut euch das an. Ich glaube, es gibt keinen geileren Weg, morgen zu verbringen. Und in dem Sinne, ich weiß noch nicht genau, was heute ansteht. Ich glaube, wir machen heute ein bisschen einen ruhigen Tag, weil gestern war schon echt crazy. Und wir machen heute mal ein paar Pläne, was wir hier alles anstellen in dem Urlaub. Wir haben nämlich noch keinen genauen Plan, aber hier in Phuket gibt es ja so viel zu erleben, so viel zu machen. Und genau, deswegen wird heute ein bisschen relaxed. Wir machen einen Plan und wir werden auch ein bisschen arbeiten. Es steht einiges an, wir haben auch ein paar Calls. Genau, in dem Sinne, bleibt dran, wir sehen uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch mal wach. Freilich, fleißig, weil es erstes wach. Ey, das tut richtig gut zu schwimmen, ohne Witz. So geil, einen Pool zu haben. Alter, gibt nichts Besseres. Ist so. Voll direkt nach dem Aufstehen, ne? Ja, voll. So, da hier, Alter, sieht das krass aus. So eingeölt mit der Sonnencreme. Ja. Ja. Ja, ich werde jetzt auch mal eine Runde schwimmen, aber nur wenn du mir auch mal den Rücken eincremst. Klar, mache ich. Könntest dich direkt so auf die Bodybuilding-Bühne stellen. Ja. Ja. Also müsste eigentlich nur noch dunkel sein, ne? Das Öl. Ja. Krasser Typ. Das macht das ins Thumbnail, Alter, dann geht's ab. Ja, dann kriege ich endlich mal Aufrufe. Schreiben dir die ganzen Frauen. Leute, Sebastian Patrick P. auf Instagram. Folgt mir auch. Und auf YouTube. Der hat ein richtig krasses Video oben, checkt das mal aus auf YouTube. Und auf Patreon gibt es exklusiven Content. Das schneid mal raus. Das schneid mal raus. Eigenwerbung. Ich könnte auch hier, keine Ahnung, wir könnten auch theoretisch gesehen, damit könnte ich ein Jahr abfinden, hier einfach nur zu arbeiten, ja, ne? Und einfach ab und zu mal chillen. Leute, lasst mal einen Kommentar für den Algorithmus da. Danke. Ich könnte mich ja damit abfinden, hier nur zu arbeiten und immer Essen zu bestellen, nirgends hinzugehen. Ja. Das ist alles scheiße hier. Ohne Scheiß, also wenn ich ganz ehrlich bin, so sehr Mui fand ich deutlich geiler. Auch wenn man das vielleicht immer noch nicht sagen kann, aber es sind einfach schon so viele Punkte, die in Koh Samui noch nicht waren, ja, wo ich sage, okay, feiere ich jetzt nicht so hart. Wie kann man das an? Wir müssen den Leuten sagen, dass das das allergeilste Leben der Welt ist. Wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Die Wahrheit irgendwie gar nicht, dass das jetzt hier irgendwie in mir nicht gefällt oder sonst irgendwie. Nö, das ist nett. Ich sag nur, dass ich Koh Samui noch geiler fand. Ja. Ich würde mir da noch kein Urteil erlauben. Also. Koh Samui ist halt mittlerweile nicht zu Hause, klar. Ich hab noch gar nichts gesehen. Ja, aber die Polizei hat mir meine Shisha abgezogen. Was ist euer Fazit zur Ping-Pong-Show? Sau langweilig. Ich habe jetzt da mehr erwartet irgendwie. Hat man gar nichts gesehen. Übel langweilig, Alter, ohne Witz. Also Leute, wenn ihr in Phuket seid, Ping-Pong-Show ist unnötig. Braucht man nicht machen. Ey, aber man hat trotzdem was Cooles zu erzählen. Ja. Also für alle, die nicht wissen, was eine Ping-Pong-Show ist. Ihr müsst es nicht wissen, ihr müsst es nicht wissen. Nee. Da geht es um Tischtennisbälle. Ja, eben, Ping-Pong. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue. Wir haben gerade Essen bestellt. Es gibt einmal Chicken Wings und dann das allerbeste, was es überhaupt gibt. Penang. Penang mit Chicken ist das geilste Rezept, das geilste Gericht, das es in Thailand gibt. Und natürlich Reis dazu. Ist okay. Also, Geil.
So, die Chicken Wings waren echt gut und jetzt ist es soweit, es gibt Penang. Boah. Es gibt einfach nichts Geileres. Es gibt nichts Besseres. Aber das müssen wir jetzt wieder rausschneiden, Leute. Leute, ich muss hier so viel rausschneiden. Ey, die Vlogs würden so viral gehen, wenn ich einfach alles drin lasse. Das wäre echt so, ey. Die würden so viral gehen. Aber du wärst der meistgehasste Mann in Deutschland. Ich wäre echt der meistgehasste Mann in Deutschland. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mehr Scheiße drin lassen soll. Boah, Leute, gönnt euch mal diesen Sonnenuntergang. Ich weiß, die Sonne ist gerade hinter den Wolken, aber das Feeling hier ist einfach echt krass. Es ist echt angenehm warm. Hier weht ein kühler Wind hier oben auf der Dachterrasse. Und da lässt sich das Leben echt genießen. Ich glaube, ich setze mich jetzt ein bisschen hier hin. So, unser Taxi ist da, aber der Simon ist nicht da. Simon! Kommt nicht. Der arme Taxifahrer. So, wir sind jetzt in einem Burger-Restaurant. Sieht richtig gut aus zumindest. Also auf der Karte sehen die Burger sehr gut aus. Zumindest wird man gefragt, ob man den Burger Medium haben möchte. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wann der Burger da ist. Boah, Leute, zieht euch das rein. Pineapple Shake, das Geilste, was es gibt, Alter. So geil. Prost. Mango Shake. Nee. Ja, die zwei trinken immer Mango Shake. Aber ich denke halt an die Frauen. So, der Burger ist gerade gekommen, aber die Vorspeise ist noch nicht da. Also das ist schon mal ein Minuspunkt. Aber ich hoffe jetzt mal, der Burger schmeckt. Ja, und die Pommes fehlen auch. Was ist da los? Boah. Schmeckt ziemlich gut. Echt geil. Ja, da ist einfach rote Beete auf dem Burger. Das ist so rote Beete. Aber ich glaube, das ist gesund, oder? So, Leute, die Pommes sind jetzt auch da, beziehungsweise diese Netzgitter-Dinger-Bumster. Und die Vorspeise ist jetzt auch da, Chicken Satay. Da habe ich gar keinen Hunger mehr drauf, aber naja, einen guten. Also die kriegen heute auf jeden Fall kein Trinkgeld von uns. Kleines Fazit, das Essen war ziemlich gut, aber der Service, also der Service von den Kellnern war auch gut, aber irgendwie ist da was schief gelaufen mit der Vorspeise. Das war nicht ganz so geil, aber ansonsten war es top. Die Schlangen da. Es ist so geil hier, überall Live-Musik, richtig geile Lieder. Also das Feeling hier, die Atmosphäre ist so krass hier in Thailand. So Leute, wir sind jetzt hier gerade im Taxi und wir fahren jetzt wieder nach Hause, weil der Leon kotzt gleich. Ich wollte jetzt so gerne zur Massage, aber der Basti muss jetzt leider heimgehen. Hä, wieso wolltest du dich massieren lassen? Total gern wollte ich das machen. Echt nur Massage? Ja, einfach mal ein bisschen zu entspannen, weil wir so viel gearbeitet haben. Also nur Massage, oder? Ja, nur Massage, natürlich. So Leute, richtig erfolgreicher Tag. Wir haben alles geschafft, nur nicht das, was wir eigentlich schaffen wollten. Wir haben nämlich wieder nicht geplant, was wir diesen Urlaub machen. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir jedes Mal haben. Wir nehmen uns immer vor, hey, diesmal planen wir wirklich, was wir machen. Wir setzen uns mal hin, planen morgen das, übermorgen das, nächste Woche das und buchen was im Voraus. Aber nee, wir machen das einfach nie und sitzen einfach nur den ganzen Tag zu Hause und gehen essen. Aber es muss sich was ändern. Ich hoffe, wir machen es morgen. Ja, oder zumindest übermorgen, aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schaut gerne die alten Vlogs an, falls ihr die noch nicht kennt. Unsere Anreise in der Business Class. Und ich habe auch eine Tour von unserer riesigen Villa hier gemacht. Schaut euch die Videos gerne an. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und die nächsten Videos anschaut. Und in dem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.